Guten Morgen zusammen. Wir befinden uns schon auf Tour von Murnau am Staffelsee, den wir übrigens hier vorne sehen, nach Füssen. Und das ist unser nächstes Ziel für heute. Übernachtung mitten in Füssen. Kilometer sind nicht viel, vielleicht so um die 75 und wieder ein prachtvolles Wetter. Also richtig begeistert sind wir hier auf dieser Tour, was das Wetter betrifft. Perfekt. Wir hätten es nicht besser antreffen können. Ja, und nochmal dieser Blick auf diesen Staffelsee, der ja nicht der größte ist, aber er hat auch seinen Reiz. Also wie gesagt, wir haben hier in Murnau haben wir ja übernachtet. Und wenn einer hier Urlaub machen möchte, dann können wir ihm eine Übernachtung können wir ihm empfehlen. Also das nennt sich Haus am Gries. Und das ist ein Garni-Hotel. Unheimlich viel Zulauf hat dieses Haus. Und jetzt weiß man auch warum. Also gastfreundschaftlich. Nummer 1, 5 Sterne, das Frühstück perfekt. Der Preis war, haben wir bezahlt, 102 Euro für 2 Personen mit Frühstück. Ein kleines Trinkgeld noch dabei, also wir sind da so von begeistert. Wir waren zufällig vor 4 Jahren schon mal hier gewesen, in diesem Hotel. Und da blieb uns so in Erinnerung, das haben wir dann noch mal gepflegt. Ja, in dieser frühen Zeit, wer ist unterwegs? Die Radfahrer und die Hundebesitzer. Ja. Ah, ich freue mich heute schon richtig auf die Tour. Also gestern, die hat mich ja so begeistert. War auch eine der schönsten auf diesen ganzen 1000 Kilometer, die wir gefahren sind. Wunderschön. Und ich habe mich mit Sicherheit bei dem einen See vertan, weil der war so lang. Ich dachte immer, das wäre der Walchensee. Das muss ich alles nochmal kontrollieren. Vielleicht war das auch ein anderer See. Aber bei so einer Größe, da denkt man ja nie daran, ja, dass es einer ist. Ne? So, jetzt muss ich mal einmal drehen, nämlich der Juppi ist auch noch dabei. Nicht, dass ihr denkt, der Kalle fährt hier nur alleine rum. Aber der hat es nicht so mit der Öffentlichkeit. Ja, aber trotzdem fahre ich unheimlich gerne mit ihm. Unkompliziert. Ja, jetzt komme ich nochmal auf das Thema, was ich gerade gesagt habe. Man sieht ja gar nicht, wann die zu Ende sind, weil hinter der Kurve gehen die immer weiter. Also ich sagte ja eben, der wäre klein, aber von wegen. Wir fahren jetzt schon ja, einige Zeit und das ist immer noch der Staffelsee. Mit seiner ganzen Schönheit, muss man wirklich sagen. Und vor allen Dingen, wir können hier am Ufer vorbeifahren. Das ist ja das Schöne. Ne? Da ist nichts zugebaut mit diesen Privathäusern und Privatanlegestege für ihre Boote da. Ach, ist eigentlich schade, dass man das so zukleistert. Ja, schaut euch das mal an. Naja, reinsteigen möchte ich jetzt auch nicht. Das wäre mir ein bisschen zu kalt. So, wir haben noch vor 9 Uhr. Traumhafter Radweg hier. Traumhaft. Traumhaftes Wetter. Traumhaftes Wetter. Oh, Juppi ist aufgewacht. Einfach herrlich. Das genießen wir immer. Jedes Jahr aufs selbe. Solange wir es können. So, wir fahren gerade weg vom Staffelsee und befinden uns hier, ich glaube, von Europas höchstgelegenen Moor.
was rechts von mir ist. Eine riesige Fläche ist das. Und steht mehr oder weniger auch ständig immer unter, sagen wir mal, Feuchtigkeit. Auf jeden Fall kommen wir nicht trockenen Fußes auf die andere Seite rüber. So, Moor verschwunden, sind wir wieder im Wald. Ihr seht, selbst die E-Bikes müssen schieben. Hoppala. Wir haben einmal eine Schiebehilfe, aber bei sämtlichen E-Bikes, die wir hatten, die hat nie funktioniert. Oh, hier wird es ja besser, oder? Was macht der Juppi? Oh, da steigt wieder drauf. Ja, also. Hätte ich jetzt nicht geglaubt, dass wir mal schieben müssen. Gut, weiter geht's. Wir sehen hier gar keinen Weg mehr. Wir sind hier auf dem Wanderweg gelandet, der nach Bad Kohlgrub geht. Ich hoffe, hier kommen wir da durch. Der Wald verschluckt den Juppi wieder. Wurde nicht mehr gesehen. Also, der Wanderweg nach Bad Kohlgrub ist noch nicht zu Ende. Schau mal, wie hoch wir schon gefahren sind. Und ja, mal gucken. Ich habe 5/5er Reifenbreite drauf. Das ist natürlich ideal. Der arme Juppi quält sich da mit etwas schmäleren Reifen rum. Der sinkt natürlich schneller ein wie ich. Aber traumhaft schön. Wir sind ganz alleine hier. Ja. Hat schon was. Kommt man gerne wieder. Es geht weiter. Ja. So, die Zivilisation hat uns wieder. Wir sind aus diesem Märchenwald raus und haben wieder befestigten, ja, Forstweg. Und hinter uns kommt ein Auto. Wirklich, da fährst du hier stundenlang, tiefste Wald, kommst raus und da kommt dir ein Auto. Ah, ist das nicht schlimm? Kann man das nicht verbieten? Und der Förster oder weiß ich, der Waldarbeiter muss mit seinen Pferden wieder hier arbeiten, statt mit Autos und Baggers. Jo, ein Blick nach vorne. Der Wald wird uns gleich wieder schlucken. So, jetzt fahren wir im Bad Kohlgrub ein. Mal gucken, ob es hier ein schönes Gebäude gibt, wo es sich lohnt, es festzuhalten. Weinlädel, Weinladel. Ach, da kommt ein schönes, vielleicht ein schönes Bild. Genau. Oh, ein großes Denkmal. So, so schnell geht es. Wir verlassen Saulgrub und geht weiter Richtung Füssen. Irgendwo müssen wir dann, ich denke mir mal, das dauert gar nicht mehr so lange, müssen wir dann, weiß ich, 10, 12 Kilometer nur durch den Wald. Und ich meine, wäre auch so ein kleiner Gebirgsbach. Den müssten wir dann auch trockenen Fußes, wie auch immer das gehen mag, müssen wir den überqueren. Also bei der Tourplanung kann man nicht vorher bestimmen. So, ich möchte auch schönes Wetter haben. Das wird einem geschenkt. Gott sei Dank. Wunderbar. Da sind wieder unsere zwei Spezies. Ohne Motor, viel Gepäck. Ja, am Berg.
Das schwächt uns ein bisschen, logischerweise, aber wenn es talabwärts geht, holen die uns wieder richtig ein. Und ich glaube, die schießen durch Deutschland, die wollen gar nichts links und rechts sehen. Nur volle Pulle. Ja. Aber ich glaube, die haben auch Spaß daran. Und manch einer will ja auch gar nichts sehen, der will nur auf dem Rad sitzen und trampeln, sich verausgaben. Hier finden wir wieder so ein schönes Talpanorama. Bis auf diesen Strommasten, aber man kann ja nicht alles unter der Erde legen. Der Kunde möchte es ja auch nicht bezahlen. Windkrafträder möchte man hier in Bayern auch nicht haben, im Söderland. Jetzt wären die zwei vor uns auch ein bisschen gemütlicher. Oder die wollen uns herausfordern, das kann natürlich auch sein. Haben sie was zu Hause zu erzählen? Da waren zwei ganz alte Männer mit E-Bikes, denen haben es aber gezeigt. Oh, sorry. Ja, Juppie, mal gucken, ob er noch da ist. So, ich glaube, das ist jetzt hier dieser befestigte Waldweg, der jetzt ungefähr 10 Kilometer lang ist. Und dann kommen in Nähe von, ja, ich sag mal, grob gesagt, hinten beim Forgensee kommen wir da irgendwo raus. Das habe ich noch in Erinnerung. Das Städtchen heißt sicher anders, ich weiß es aber nicht mehr. Dann können wir da auch, glaube ich, Neuschwanstein sehen. Das ist so in etwa die Kante. Ja, wollen wir gucken, was uns nach 4 Jahren hier wieder erwartet. Ob sich da viel geändert hat. Ich gucke gerade zufällig auf dem Tacho und sehe, dass ich nach 22 Kilometern schon 20% vergeigt habe von der Batterie. Also ein Zeichen, dass das anstrengender ist als gestern. Aber heute haben wir ja nicht so lange, da ist auch nicht so schlimm. Deshalb können wir ruhig ein bisschen Gas geben. Sind wir früher in Füssen, da können wir was shoppen gehen. Sind immer noch auf der Strecke, der Zubringer, auf dem Zubringerweg Richtung Füssen. Aber die Eindrücke lassen mich nicht los, ich muss ja wieder festhalten. Wenn ich später mal 80 oder 90 bin, sollte ich das erreichen, dann werde ich mir diese Sachen hier alle nochmal angucken und sagen, ach, was hatte ich eine schöne Zeit gehabt. Ja. Werde ich vom Kamin sitzen, eine Pfeife rauchen und YouTube gucken. Ja, da gehen wir rüber, dann fahren wir zu Fuß. Ja, ja, ist mir egal wie. Grüß euch! So, den Waldwirtschaftsweg haben wir verlassen. Jetzt sind wir schon wieder auf einem geteerten Bereich. Ja, unsere zwei holländischen Freunde, die haben uns jetzt wieder eingeholt. Einer von denen ist sogar 66 Jahre und fährt dann immer noch mit diesem riesen Gepäck. Also, was sagten die? Ich glaube 45 Kilo nur an Gepäck. Oh, die haben Gras genug zum Fressen. Ach, die Berge da hinten. Leider dürfen wir dieses Jahr da nicht drüber fahren, weil das nicht zur Tour gehört. Da könnt ihr mal sehen, wie steil das hier ist. Aber so ein Deutz-Fahrtraktor, für den ist das kein Problem.
So, jetzt rasen wir da runter. Traumhafte Kulisse. Zum Verlieben. Großer Baum hier. Linden, ein Lindenbaum. Ja, wieder eine schöne Kulisse. Hinter mir, da ist das Kraftwerk von der Lechaue. Das wird hier auf der anderen Seite, wird das hier angestaut und dann geht das hier Richtung Norden, geht es runter. Ich zeige euch mal die andere Richtung, wo das angestaut ist. So, hier sieht man diesen Staubereich. Die Ufer sind begradigt. Nichts naturbelassen, damit kein Tropfen denn, verloren geht. Stauwerk Lechaue haben wir verlassen. Jetzt sind wir in Richtung Forgensee. Hab da gerade hochgeschaltet, weil ich links und nicht da. Oh, da ja. Wir sind ja schließlich nicht an der Ostsee, wo es mehr oder weniger flach ist. Wunderschön. Oh, da hinten sehe ich gerade, er wird geschoben. Da habt ihr euch aber eine Strecke ausgesucht. Ein recht guten Morgen. Wir haben es ein bisschen, ja, wir haben es einfacher. Ja. Wenn man überholt, dann ist erstmal der erste Blick. Er kommt, überholt uns ein E-Bike. Eventuell auch noch ein vorwurfsvoller Blick. Ja. Ach, guck mal, wie sich schön das sich hier hochschlängelt. Ja. Guck, wo der Juppie ist. Juppie kämpft mit einer älteren Dame ohne Motor und ist immer noch hinten dran. Das habe ich mir da für einen Kumpel ausgesucht. Ich glaube, unser Juppie hat einen Durchhänger, oder? Mein Gefühl sagt mir das. Hallo? Jetzt fahren wir nach Berghof. Ach, da haben wir schon einen See. So ein kleiner See hier. Mal schauen. Ich denke, schreibe mal auf, wie der heißt, damit man so ein bisschen Orientierung hat, wo man hier überhaupt ist. Die Bergkulisse dahinter.
So, wir haben gerade noch eine kleine Pause gemacht. Gulaschsuppe und ein Paulaner. Und jetzt geht's weiter. Wenn Juppi das möchte. Ah, der steht da hinten irgendwo. Ja, inzwischen zeige ich euch nochmal hier das Panorama. Also ich muss ja gleich nochmal die Straße zeigen. Also so was Traumhaftes, was die hier angelegt haben. Das ist ja ein absoluter Wahnsinn. Und wie gut besucht die sind. Guckt euch das einmal an. Das ist ja wie bei der Tour de France. Da geht die Straße lang. Also Kilometer 48 muss ich mir mal merken, wie hier dieser Badesee wieder heißt. Da ist der Forgensee. Das weiß ich aber 100%. Ja, schönen Gruß an Klaus. Wieder unterwegs. Sein Lieblingssee habe ich hier erreicht. Ja, aber ich glaube, er ist auch gerade unterwegs, vielleicht sogar ganz in der Nähe. Schönes Gebiet zum Wandern, sich zu erholen. Perfekt. Ja, wir haben es geschafft. Forgensee erreicht, somit auch fast unser Ziel, unser Tagesziel für heute. Ja, das sollte es für heute wieder gewesen sein. Die Etappe von Murnau, Staffelsee nach Füssen, ja, ist fast zu Ende. Und ja, man muss von dieser Gegend einfach begeistert sein. Man kommt auch immer wieder gerne hier hin. Es gibt, ist fast alternativlos, diese Strecke. Und dann auch bei diesem Kaiserwetter. Ja, ich weiß gar nicht, womit wir das verdient haben. Ja, ich darf mich wie immer fürs Zuschauen bedanken. Schwenk nochmal rüber. Leicht hinten zu erkennen, noch immer noch der Forgensee. In seiner ganzen Pracht. Fahrräder haben auch gut gehalten, war ja nicht viel. Wir haben, ich gucke mal gerade drauf, 59 Kilometer in etwa und kommen jetzt hier in Waltenhofen. Und da ist ja kurz vor Füssen. Also nochmal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr wieder Lust habt, seid ihr wieder morgen dabei. Da geht es von Füssen bis nach Lindau am Bodensee. Das wird natürlich eine Mammutstrecke von um die 120 Kilometer mit 1300 Höhenmeter. Also wird einiges von uns verlangt. Bis dahin, tschüss und bleibt gesund. Wir haben unser Ziel erreicht, Füssen. Gleich Remi-Demi hier.
sind meine letzten Bilder für den heutigen Tag. Füssen erreicht. Quartier können wir noch nicht rein. Wir sind so früh. Ich glaube, wir haben 13 Uhr. Müssen wir mal gucken, wo wir uns jetzt erstmal aufhalten. Eis essen, Kaffee trinken. Ich sage nochmal Tschüss, bis demnächst.